Spiel 53 hat keinen Sieger gefunden und damit guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen die Stimmen der Trainer hören und tun das in der Reihenfolge. Heiko Vogel vom KFC und unseren Trainer Sven Hübscher vom SC Preußen. Bitte sehr. Ja, ich bin unzufrieden. Ich bin wütend, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Ich glaube, dass wir aufgrund des Spielverlaufs 3 Punkte hätten machen können. Ob es verdient werden, aus meiner Sicht ja. Aber da gibt es immer geteilte Meinungen. Respektive in der ersten Halbzeit haben wir aus sehr viel guten Ballbesitz, wo wir in gefährliche Räume gekommen sind, schlichtweg versagt, viel zu wenig draus gemacht. Haben dann ein Lehrbeispiel bekommen in der zweiten Halbzeit, wie das gemacht wird. Gehen dann 0-1 in Rückstand, dann muss man ja wieder, ich kann es aber auch nicht mehr hören, Moral, alles gut, ja, aber ich habe keinen Bock mehr in Rückstand zu geraten. Ich will einfach ein Spiel gewinnen und deswegen überwiegt bei mir einfach noch die Wut, dass es ein Punkt gegen eine Münsteraner Mannschaft war, die heute machbar war, aber die es sich verdient haben, dass er heute mit einem Unentschieden nach Hause geht. Okay, danke sehr, Heiko Vogel. Zur Punkteteilung, unser Trainer Sven Hübscher. Ich bin nicht wütend. Ich bin eigentlich bis auf das Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Sicherlich schade, dass wir am Ende einmal nicht gut verteidigt haben und das Gegentor noch bekommen. Da hat Döding einfach zu viel Platz und kommt dazu einfach zum Torabschluss. Aber wenn ich mal über 90 Minuten gucke, Heiko und ich müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Das bringt die Sache mit sich. Also ich fand uns auch in der ersten Halbzeit schon gut. Ich fand uns sehr kontrolliert gegen den Ball. Ich glaube, wir haben gut verteidigt, wenig in gefährlichen Räumen für uns zugelassen. Was wir zugelassen haben, war eine Standardsituation, da hat es eins und ein ums andere Mal auch gebrannt. Als ich da selber auf den zweiten Pfosten geguckt habe und dann Grimaldi, Kirchhoff und Luki mehr da gesehen habe, da war schon Größe und Qualität fürs Kopfballspiel bei. Da haben wir sicherlich Glück gehabt, da hatte Uerding seine Chancen, aber aus dem Spiel heraus, glaube ich, haben wir in der ersten Halbzeit wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder ein bisschen gebraucht reinzukommen, und zwar aber auch wichtig, gerade jetzt mal im Spiel zu bleiben, auch das Spiel nach der Halbzeit bewusst zu kontrollieren und bewusst auch erstmal in das Spiel reinzukommen. Und das haben wir auch, glaube ich, ganz gut gemacht, sind dann immer besser ins Spiel reingekommen, haben dann das 1-0 gemacht. Die Jungs haben sich richtig gut belohnt, sind marschiert über 90 Minuten und dann, wie gesagt, schade, dass wir noch den Ausgleich bekommen haben. Insgesamt bin ich mit der gezeigten Leistung zufrieden, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Ich glaube, die Jungs haben wieder alles reingehauen, haben bewiesen, dass sie als Mannschaft funktionieren, haben bewiesen, dass sie sich gegen den Gegner stemmen, dass sie versuchen mitzuhalten, dass sie versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen. Und deshalb ist von meiner Seite aus für heute, bis auf die 2 abgegebenen Punkte, soweit mit der Art und Weise alles in Ordnung. Heiko, alles Gute für dich und für den KFC Uerdingen. Gute Heimreise. Danke sehr, Sven Hübscher. Haben Sie Fragen an die Trainer? Das ist ausnahmsweise nicht der Fall. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns in 14 Tagen.